una talle mano en un nene. El nene con demanalía chulo o algo. Von rechts sehen wir den Berliner Dom, genannt die Pickelhaube Gottes. Eine Neobarock- und Renaissance-Kathedrale von Julius Schlüterbeck. Unfortunately, we will pass the side which remained modern and which in its ugliness clashes terribly with ein Schloss und eine seine Führerbunker. The village of Berlin with the church St. Nikolai was founded 8 years later. On the other is St. Nikolai's from the 13th century, the oldest building in Berlin, which you soon will see on the...
19th century. Das braue Gebäude zu unserer Rechten ist der neue königliche Marstall aus dem 19. Jahrhundert. Under the gap on the left side, St. Nicholas is about to appear, and you can see St. George. Und Sie sehen da den heiligen Georg im Kampf mit dem Drachen. Die Berliner nennen diese Statue auch das Schwiegermutterdenkmal. Weil Lenin gesehen hat, sollten ihm eigentlich die grauen Hochhäuser vor uns irgendwie bekannt vorkommen. An einem davon bammelte in dem Film das Coca-Cola-Banner. To a servant. Wir sehen rechts gleich ein rotes Neo-Renaissance-Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert, das Kurfürstenhaus. Der Name bezieht sich auf den Vorgängerbau, da ist eine Frau, von der es hieß, sie spuke durch die Hohenzollern anwesend und erscheine bei Museum Island, where five splendid museums should be waiting just for you, but two of them unfortunately are closed. Wir nähern uns jetzt einem UNESCO-Weltkulturerbe, der First Public Museum, The Old Museum bei Karl Friedrich Schinkel, opened in 1830. Gleich links hinterm Berliner Dom befindet sich das erste öffentliche Museum Preußens, das alte Museum von Karl Friedrich Schinkel, das 1830 eröffnet wurde. In the new museum you find the second gallery behind the bridge on the left embankment, where Johann Gottfried Schadl's charming princess's group is standing. It represents our beautiful Queen Luise the Prussian. Es ist die alte Nationalgalerie, gebaut von Friedrich August Stüler. Bijoupark. Der wurde nach dem Schloss Montbijou benannt, einem Sommerschlösschen der Hohenzollern, das dort im Ende des 17. Jahrhunderts gebaut wurde, aber leider im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Montbijou Palace was well known as the seat for the royal widows of the House of Hohenzollern. For example, Queen Elizabeth Christina, the widow of Frederick I., erstmal in ihr eigenes Schloss nach Niederschönhausen entsorgt und da hat er auch nie Fuß reingesetzt. Danach hatte sie noch genau einmal gesagt, Madame sind korpulenter geworden und war wieder weg. Bei offiziellen Anlässen hat er sie auch anderen gekrönten Häuptern gerne mal mit den Worten, das ist meine alte Kuh, die sie ja schon kennen, vorgestellt. Also er war schon richtig kleiner Schad, always is slim and muscular and sportive. Go and compare it to the fat chicken hanging in our parliament. Wann immer Sie den königlich-preußischen Adler sehen, wird Ihnen auffallen, der Vogel ist immer rank und und ihr braucht auch keine Gymnastik machen, der ist auch auf der anderen Seite nochmal dran. Ja, die Brücke wurde unter dem Kaiser gebaut, da konnten wir uns noch zwei Adler leisten. Station of Friedrichstraße, West Germans could go to East Berlin by public traffic trains. The other way around for East Berliners to West Berlin was impossible. Brandenburg fleet had about 30 ships. Only the flagship was not built here, we nicked it. It was the Spanish ship Carolus Secundus, which the Brandenburgers captured, emptied, renamed Earl of Brandenburg and made it the flagship of their fleet. Later on the shipyards were moved to Havelberg. Die Welt ist ein Irrenhaus, aber vor uns liegt die Zentrale, wir machen uns auf ins Regierungsviertel. The building with the huge glass dome ahead of us is His Majesty's Empire's Monkey House. And no, that's not the zoo. Das galt nicht für den Reichstag, sondern nur für den Preußischen Landtag. Also auch Blödsinn. Ahead of us on the right side, Marie Elisabeth Lüders Haus holds the library and the scientist's Tages. Also falls Sie mal eine Doktorarbeit schreiben lassen wollen, klopfen Sie ja gerne mal an. Der Herr von Gutenberg hat gesagt, es klappt. Zumindest. The modern building behind Reichstag on the left side is Paul Löbe Haus. It holds about 650 offices for the members of parliament and the conference halls. Das modern, and behind Paul Löbe Haus you will see a little blue building and please have a look at its roof. For the shape, it showed up. Today they care for some 30 kids cared for by 35 people 24/7. Gleich hinter Paul-Löbe-Haus sehen wir ein kleines blaues Gebäude, bei dem sie unbedingt aufs Dach achten. Und als eröffnet wurde, kamen ganze 7 Kinder. Mittlerweile betreuen die da so um die 30 Kinder mit 35 Leuten rund um die Uhr und 7 Tage die Woche. Behind the bridge you get the first glimpse on the roof, and when we have a first look auf dieses Dach. Und wenn wir an der Weide vorbei sind, sehen sie es ganz prima.
dann sollte sich der Spitzname eigentlich von allein erklären. Die Berliner nennen das Gebäude auch den Märchenpalast. And behind the bridge on the right side, there is a huge green building. That's the Ministry of for Education and Research. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler an Bord, wenn ihr euch mal über eure Schule beschweren möchtet, Architect Meinhard von Gerkan, who never really finished it. Until today, a part of the glass roof is missing above the platform of the first class. Not finishing main station fully qualified Meinhard von Gerkan not to finish our airport afterwards. Und den Hauptbahnhof nicht fertig zu bauen, hat Meinhard von Gerkan voll qualifiziert, um im Anschluss unseren Flughafen nicht fertig zu bauen. Das ist derselbe Architekt, mittlerweile hat er seit Jahren mit dem Flughafen nichts mehr zu tun. Moltke Bridge after General Field Marshal Earl Helmut von Moltke, the elder one, the head of the staff of Prussian generals in Jahrhunderts, der als der Sieger von Sedan in die Geschichte eingegangen ist. Above the middle arch of the bridge you will see Mr. von Moltke. That man never lost a war. He won all the wars he waged. So he should show us a broad winter smile, shouldn't he? Only he doesn't. He looks down to the Kanzleramt ist viermal so groß wie das Weiße Haus in Washington. Nach seinem Bauherrn Altkanzler Helmut Kohl hat man es auch das Kuhn built the Congress Hall of Berlin. Today the place is called the Edlen Spender waren die Vereinigten Staaten von Amerika, die von 1956 bis 1957 die Kongresse. Ist the Chancellor's Office. Wir kommen jetzt gleich nochmal am Kanzleramt vorbei und diesmal kommen wir genau von der richtigen Seite, um Ihnen zu erklären, wo in dem Gebäude das Kanzleramt building on the right side, the first aid kit, the Swiss Embassy. It's the only embassy all over the world standing right in the middle of a governmental district. The Swiss were the only nation they found themselves right in the middle and have this worldwide unique place just by waiting. Gleich hinterm Kanzleramt und hinter der nächsten Brücke sehen wir rechts ein Welt gezogen wurde, waren die Schweizer plötzlich mittendrin und hatten diese Weltbuildings. The left embankment was East Berlin. Wir waren jetzt eine ganze Weile ausschließlich in West-Berlin and potentially fatal adventure. Es ist nicht weiter schwierig, Ihnen zu erklären, wie es damals das drüben ausgesehen hat. Es war vor allen Dingen mal ziemlich leer. So rund 50 Meter vom Wasser entfernt stand die Mauer. Zwischen der Mauer das ist das teure Kunstwerk. And that grey older building ahead of us behind the bridge and the German Parliamentary Society. Das ältere graue Gebäude vor uns hinter den Bäumen und der Brücke, das hat auch Paul Wallot gebaut. Das war die Residenz des Reichstagspräsidenten. Heute gehört es der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. On the right side, you soon will see that between Reichstag and the former residence, right behind the crosses, you can see a stripe in the pavement. And this is where the wall used to stand. Und jetzt geht West-Berlin auch am rechten Ufer gleich zu Ende. Zwischen dem Reichstag und der ehemaligen Präsidentenresidenz, gleich hinter den Kreuzen, können Sie einen Streifen im Straßenpflaster entdecken. Und da hat hier rechts die Mauer gestanden. Das hat mal den amerikanischen Touristen zu der Frage inspiriert, warum habt ihr denn den Reichstag so dicht an die Mauer gebaut? Ja, Texaner fragt. Man musste von ihrem Leben im Osten, oft ohne zu wissen, ob und wann man sich jemals wiedersehen wird. Und das war natürlich eine ziemlich tränenreiche Angelegenheit. Darum heißt das Gebäude der Tränenpalast. Heute befindet sich darin eine Ausstellung über die Teilung Berlins. It was designed by Ernst von Ihne and opened in 1904 as the Emperor Frederick Museum. Emperor Frederick III had the museum planned, but unfortunately he only lived 99 days after his corona. So the honor to have this museum built and opened fell upon his son Wilhelm II. And in 1956 it was renamed after the General Director of the Pforfen und 1904 als Kaiser Friedrich Museum eröffnet. Kaiser Friedrich III. Hat das completely unmentioned yet, although it's the Pearl of Museum Island, world famous Pergamon Museum.
And I'm so sad to have to tell you, you cannot visit those splendid exponents in that beautiful museum because Pergamon Museum is closed. We will see it from the outside behind Bode Museum, and typical for Berlin, it's a huge construction site. Und es tut wirklich mir in der Seele weh, Ihnen sagen zu müssen, dass Sie die herrlichen Exponate in diesem großartigen Museum nicht besichtigen können. Das Pergamon-Museum ist auf unabsehbare Zeit geschlossen. Wir können es nur von außen sehen, gleich rechts hinterm Bode-Museum und in Berlin typisch übermäßiger Straßenbauarbeiten für sein Haus, datiert zurück auf die Mitte des 17. Jahrhunderts. Da hatten wir noch den großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Und seit damals haben wir nicht einen Tag. Das ist das Pergamon Museum. That really is charming, and the palaces and gardens there are so beautiful. It would be such a pity to leave it out. Well, have a great time in Berlin. Come back. Thank you and goodbye. Da vor uns haben wir schon, vor uns steht vor, da haben wir schon wieder die Anlegestelle. Jetzt so. Die Stadt Potsdam ist wirklich zauberhaft und die Schlösser und Gärten da sind so wunderschön. Das wäre ein Jammer, wenn Sie sich das entgehen ließen. Haben Sie auf jeden Fall noch eine richtig tolle Zeit in Berlin. Kommen Sie bitte bald wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank. There's a fish here. It's lying upside down.